sondern ich habe das Ding als Pfand quasi genommen, dass er zurückkaufen soll. Und da habe ich auch eine Sprachnachricht von ihm, wo er sagt, dass er das zurückkaufen will. Ja, wow. Bruder, jetzt. Du kannst jetzt sein, wenn du willst. Ich habe leider 2 Milliarden Termine heute. Ich werde es nicht schaffen, diesen Einclip heute zu verschenken. Weil ich brauche dafür irgendeinen Hurensohn, der danach nicht redet. Ich kenne nicht einen in meinem Freundeskreis, der später, nachdem er mich 2 Jahre später kannte, nicht reden wird. Ja, er hat alle geopfert gerade, Digga. Ey, ja. Das ist schon wieder zu krass, Digga, was Mois da macht, ja? Keine Freunde. Bruder! Deswegen, Bruder, sorry. Ich habe circa 2000 irgendwas Euro. Wenn das unnormal auf deinen Sack geht und deine einzige Existenz von diesem Portemonnaie abhängt, werde ich dieses Portemonnaie irgendwie zurückkaufen. So, also, er wollte das Ding von mir für 2000 abkaufen. Das habe ich halt nicht gemacht, weil ich habe ihm das für 8000 abgenommen und dann wollte er irgendwie den Rest später zahlen. Aber so, dann hätte ich mich nur noch mehr abziehen lassen, denn dann wäre es nochmal 6.000 Euro mehr gewesen. Das heißt, deswegen habe ich Ihnen das nicht für diese 2.000 Euro zurückgegeben.